Wo aktuell noch nicht mehr als eine Baustelle zu sehen ist, wird schon bald das neue sportliche Juwel in Nordbayern stehen. Mit einem feierlichen Spatenstich wurde der Bau des BLSV-Sportcamps Nordbayern in Bischofsgrün offiziell eingeläutet. Mit diesem Spatenstich für dieses neue Sportcamp Nordbayern setzen wir einen starken sportlichen Akzent, mindestens für Nordbayern, mit manchen Auswirkungen auf ganz Bayern. Und gleichzeitig natürlich auch ein super Impuls hier strukturpolitisch, gerade hier für den nicht immer nur von Wachstum gesegneten Bereich im östlichen Oberfranken. Mit Gesamtkosten von etwa 29 Millionen Euro, fast 24 davon gefördert durch den Freistaat Bayern und die Oberfrankenstiftung, ist das Sportcamp Nordbayern die mit Abstand größte Investition des Bayerischen Landessportverbands seit dem Bau der Sportschule Oberhaching vor 25 Jahren. Über 100 Gästezimmer mit knapp 300 Betten, ein Seminarbereich sowie modernste Sportanlagen auf einem 60.000 Quadratmeter großen Areal. Diese beeindruckenden Zahlen lassen schon erahnen, dass diese zukunftsträchtige Einrichtung mit dem bisherigen Sportcamp Fichtelberg ein paar Kilometer weiter nicht mehr zu vergleichen ist. Ja gut, das ist ein Leuchtturmprojekt, das ist ja ganz anders als Fichtelberg. In Fichtelberg zum Beispiel hatten wir keine Sportstätten. Hier haben wir alles, was man sich als Sportler überhaupt nur wünschen kann. Wir haben freie Flächen, wir haben einen Allwettersportplatz, wir haben einen Fußballplatz, wir haben Tennisplätze, wir haben Beachanlagen, wir haben eine Dreifachsporthalle, wir haben Kletterwände, einen Niederseilgarten. Also eigentlich ist an alles gedacht, was der Sport so bietet. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es auch für alle Sportler wirklich interessant ist, hierher zu kommen, nicht bloß für die Leistungssportler, sondern auch für die Breitensportler, weil für jeden was geboten ist. Wir wollen, dass es neben vor allen Dingen der großen Sportschule Oberhaching ein zweites großes Zentrum gibt, wo eben auch Kurse abgehalten werden, wo größere Gruppen auch eben beisammen sein können mit den entsprechenden Übernachtungsmöglichkeiten. Das gilt für Winter- wie für Sommersportarten in einer breiten Struktur. Und all das wird hier gewährleistet werden. Die Eröffnung ist für den 1. Mai 2020 geplant. Spätestens dann dürfte der Sport in Bayern, vor allem in Nordbayern, noch einmal einen ordentlichen Schub bekommen.